Hallo Freunde, willkommen zu Kosmotier in einer Koop-Serie. Ich spiele Koop zusammen mit Müdebär, jemand, der auf Soundcloud Deep House Sets zusammenstellt oder House Sets, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr coole Sets, die man sich reinziehen kann und die ich regelmäßig bei der Arbeit höre, um in den Tunnel abzutauchen, um mein Werk zu verrichten. Ja, und in diesem Kosmotier, in dieser Kosmotier-Serie werden wir einfach von Grund auf, wir fangen bei Null an. Und spielen uns nach und nach einfach so weit wir wollen, soweit wir Bock haben, durch das Game durch. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung beim Kosmotier Koop. Okay, ich muss mich erstmal wieder reinfinden hier. Ich glaube, kaufen. Neue Mission, genau, Mission annehmen. Alles klar, genau. Wie war das noch? Ich kann parallel fliegen. Rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann kann ich mich einmanövrieren mit ihm. Das sorgt automatisch dafür, dass er an meine Geschwindigkeit angepasst wird. Ist auch sehr witzig. Auch wenn er das nicht will, sollte ein Kollege von mir mich immer gebremst. Siehst du, er wird automatisch, wenn ich das hier ändere, dann wird er selbst gebremst. Siehst du? Also auf normale Geschwindigkeit oder? Ja, wir können die das auch ändern. Wir können auch die Geschwindigkeit drosseln. Kannst du gerne machen. Ich bin aber ein bisschen weiter weg als du. Jetzt musst du leider gerade klarkommen. Ja, mit rechter Maustaste gedrückt halten könnt ihr halt euch ausrichten, wie ihr gegen den kämpfen wollt. Idealerweise wollt ihr versuchen, die Brücke zu zerstören oder den Reaktor. Worauf gehst du, auf Brücke oder Reaktor? Ich würde auf Brücke gehen jetzt. Ja, ich gehe. Ja, mach du, aber weil ich den von hinten kriegen kann. Ich kann den jetzt von hinten kriegen, dann gehe ich voll auf die Brücke und wenn wir Glück haben, können wir den Reaktor behalten. Jetzt geht's voll auf den Reaktor. Warte, ich krieg ihn. Ich krieg ihn auch, glaube ich, von hinten. Vielleicht kriege ich die Brücke, ohne den Reaktor zu zerstören. Nicht den Reaktor zerstören. Nein, nicht den Reaktor, den brauche ich. Kannst du auf die Brücke raufschießen, ne? Ja, ich versuch's, aber. Jetzt habe ich schon fast den Reaktor gekillt. Du sollst hier drauf schießen, auf die Brücke. Komm schon. Mach ihn fertig. Gleich kaputt, ey. Du bist gleich kaputt? Ja. Ja gut, dann kannst du die Mineralien erstmal komplett einkassieren. So, der gehört uns. Dann kannst du dich damit erstmal komplett reparieren. Du brennst. Feuerlöscher schon? Feuerlöscher bauen? Boah, da hat's geknallt. Ja. Weiß nicht, wann du das letzte Mal gespielt hast, aber das Bauen ist jetzt nicht mehr, dass alles direkt gebaut wird, sondern die müssen wirklich die ganzen einzelnen Parts zusammenschweißen. Hä, was machen meine Leute denn? Ich denke gerade die ganze Zeit, warum meine Leute fliegen auch bei dir rum die ganze Zeit, kann das sein? Wollen, dass sie helfen, ja. Ja, die helfen. Automatisch helfen die mit. Oh, Fight. Aber weit entfernt. Alles cool. Kämpft mit jemandem, mit einem anderen. Ja, ich seh's. Ja, der hat er geknackt. Alles klar. Kannst du das Ding schon zerlegen? Ja, man kann ihn so einfach mit G gedrückt halten, seht ihr, ne? Hier einfach G gedrückt halten, dann können wir alles einkassieren und genauso die Mineralien. Ich kann nur tiefe Mineralien, bestimmte Mineralien kann man schon abbauen, aber diese Mineralien im Fels, dafür brauchen wir dann Bergbaulaser, das kommt dann auch, dauert gar nicht lange. So, das erste, was wir brauchen, ist auf jeden Fall ein Lager. Ich brauche erstmal Lagerräume hier. Das ist so witzig. Da ist wieder einer. Ja, ich bin noch an einem Sammeln. Ja, und ich muss auch nochmal zurück, weil ich nicht genug. Wir können auch schon mal ganze Uran und so hier leer räumen aus der Asteroiden und verkaufen.
Auch geil, da gibt's auf jeden Fall Kohle, die brauchen wir ja. Teilweise jedenfalls können wir es wahrscheinlich schon mitnehmen, ne? Aber es fehlt ja der Backbone-Laser. Genau. Ja. Ja, aber egal, so. Haben oder nicht haben, ne? Genau. Ja, das Spiel ist schon cool. Macht schon Spaß. Das ist ein richtig schönes Sandbox-Game hier. Aber ja, ich würde jetzt als erstes trotzdem nochmal zur Base zurück, bevor wir nämlich angegriffen werden. Ich kann nämlich nicht schießen, weil die Kanonen bei mir nicht bemannt sind. Ja, du musst als Kanonenfutter hinhalten, ne? Jeder, jeder leistet seinen Beitrag hier. Ah, da oben wird wieder gekämpft. Das finde ich auch so cool, dass das wirklich, ja, so, ja, kannst du dann zerlegen, ne? Ja, genau. Guck ich mir an, den Spaß. Die sich auch untereinander da so bekriegen. Jo, er hat ihn gekriegt. STGE und STGG. Wenn ich jetzt die Blaupausen freischalte, sind die dann für dich auch direkt freigeschalten? Gute Frage, müssen wir rausfinden. Ich würde einfach mal für 3000 den Bergbaulaser kaufen, dann kannst du ja mal sagen. Ja, sag Bescheid, wenn du ihn gekauft hast. Hab ihn gekauft. Okay, dann gucke ich mal, ob ich ihn bauen kann. So, ne, Quatsch, das nicht. Oder doch. Ressourcen verwalten. Wir müssen in den Baumodus rein. Lackierung, bauen, reparieren. Und dann in den Blaupausenmodus. Dann können wir nämlich in Ruhe bauen, ohne dass wir direkt was kaputt machen. So, mal gucken, ob die Waffe da ist. Ja, Bergbaulaser steht zur Verfügung. Und die mittlere Kanone, die kleine Kanone wahrscheinlich. Hast du auch die gekauft? Kleine Kanone habe ich gekauft. Kleine Kanone? Ja, Kanone habe ich. Ah, nee, Lakone. Die normale Kanone, die hattest du. Nee, die hattest du noch nicht. Nee. Machst du immer, spielst du immer mit Kanonen? Ja, ich liebe Kanonen. Vor allem die Deckkanonen nachher. Ach, echt? Ich benutze. Richtig heftigen Dinger. Ich benutze die fast ja. Gar nicht, die Kanonen. Ich habe immer. Ich habe immer Railguns benutzt und Railguns und was habe ich benutzt? Ja, Railgun benutze ich auch, aber und, die kommt ja erst relativ spät. Und Ionenstrahlen. Du meinst diese mit den Kristallen, diese. Ja, klar, Ionenstrahlen ja. Und Ionenprisma. Ja. Nee, das finde ich nicht so geil. Ich bin voll so mit Deckkanonen. Nicht genügend Stahl, okay, nicht genügend Stahl. Wir können den Plan aber erstmal so beibehalten, wenn ich mich recht erinnere. Modifikation verwenden. So, dann müssen wir Stahl haben. Schwefel, Kupfer. Stahl gibt es eigentlich von Raumschiffen halt. Das müssen wir kaufen. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. So, was hast du gesagt? Was ist jetzt beim Bauen anders? Dass sie es, also früher war es so, du hast ein Modul hingesetzt und dann war es fertig. Jetzt müssen sie es richtig schweißen. Also es dauert einen kleinen Moment, bis eine Kanone gebaut ist. Ach so, alles klar. So, wie war es nochmal mit dem Handeln? Wir können die Station rufen, Kommunikation und dann mit der Station. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, ich hätte gern eine Blaupause. Wie zum Beispiel den schweren Laser. So, und dann wollen wir schwere Laser haben. Die machen ordentlich Pain, machen die.
So, okay, das ist okay. Jetzt muss ich nur noch genug Kohle. Jetzt fehlt mir natürlich die Kohle, war klar. So geil, ey. Das ist so ein Kackspiel. Jetzt können wir verkaufen, indem wir zum Beispiel das Dings verkaufen, Handel erleiden. Uran könnten wir verkaufen, das gibt auf jeden Fall ordentlich Geld, obwohl man das eigentlich behalten sollte. Aber jetzt für den Anfang können wir das ruhig mal machen. Weil ich brauche ein bisschen Uran, muss ich dazufügen. Die Prozessoren kann ich jetzt eigentlich verticken. Doch die Frage, wir sehen ja hier beim Bau, wenn wir bauen, sehen wir auch, was wir brauchen. Stahl, Dings, die brauche ich gar nicht. Ich brauche 7. Ich habe nur 4. Hier habe ich schon mal 140, 58. Von denen brauche ich gerade keine. Die können wir eben wegballern. Ansonsten kauft ihr den Rest automatisch zu. Stahl dürfte ich eigentlich recht schnell kriegen. Das heißt, Stahl kann ich hier mal eben verkaufen, damit das Lager leer ist. Und dann werde ich einfach ein bisschen Kohle scheffeln kurz. Also am meisten Kohle kriegen wir jetzt durch die Mission erstmal. So, kann weitergehen. Was haben wir denn unten oben? Aber erstmal auch das, was nordwestlich vom Asteroidenfeld ist, würde ich sagen. Und dann können wir uns von oben nach unten runter arbeiten. Ein neues Opfer wurde gefunden. Ja, er hat schon eine dicke Knarre hier am Start, der müde Bär. Müde Power, ey. Dicke Power. Eine dicke Knarre. Ja, ich wollte die Knarre tauschen, die ich habe, durch zwei dicke Laser und Antriebe und Bergbaulaser und alles. Und jetzt brauche ich 29.000. Oha. Ja, ein bisschen. Ich baue nur, habe nur ein bisschen gebaut. So viel ist das noch gar nicht. So, ich gehe links rum. Ich Was hat der? Was hat der? mal. Was hat der? Hat der hinten? Hat der Brücke? Versuchen wieder natürlich von hinten anzugehen an die Sache. So. Aber er wird jetzt ordentlich, ja, der wird jetzt ordentlich malträtiert. Er kriegt jetzt richtig auf den Sack durch die dicke Kanone, oder? Hey. Wolltest du den Reaktor schonen, ha? Gucken, ja. Ja, würde ich auch immer versuchen auch. Auf jeden Fall. Peng. Oh, die Leute fliegen raus. Ah, tot. So, damit Auch ist der das ist raus. kaputt. Schießen. Er ist auch geil, ich hatte das so oft früher. Nicht mehr schießen, nicht Soll ich mehr noch schießen. weiter? Peng, peng, ganze Rakete fliegt. Nein! Und dann fliegt das ganze andere Schiff wegen Munitionsexplosion und so weiter. Ja, genau, auch markiert, sehr schön. Treibstoff. Feind. Den schnappen wir uns, oder? Den schnappen wir uns. Den Level 1 Dann gegen. straight auf mich zu. Ja, der weiß schon, wer hier die grobe große Gefahr ist. Was hat er? Was hat er? Was ist das denn? Eine Gurke. Wir kämpfen gegen eine Gurke. Gurkenpower. Boah, dicke Projektile. Die fliegen immer. Das Problem bei den Kanonen ist halt, aus weiter Entfernung fliegen die immer dran vorbei.
Er kriegt richtig auf den Sack. Oh oh, ich bin in deiner Schussallerdings da. Peng! Ah! Was machst du? Was fliegst du denn? Nein, du sollst ihn nicht rammen. Rammst ihn? Das war gar nicht beabsichtigt. Ah, die Triebwerke sind natürlich Käse, ne? Die Manövrierfähigkeit des Schiffes am Anfang ist echt für den Sack. Jetzt wird gleich der Reaktor zerstört. Nicht mehr schießen, nicht mehr schießen. Nicht schießen. Nein, nicht den Reaktor. Nein! Ey Mann, wie war Feuer einstellen nochmal? Wo war Feuer einstellen? Da gab es auch eine Taste für, ne? Die Lager sind voll. Okay, cool. Kannst ja wieder bauen. Wenn die Lager voll sind, erste Station. Du kannst theoretisch, ja. Denk dran, du hast Push to Talk, ne? Ach so, ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Push to Talk habe. Ich quatsch die ganze Zeit. Ah ja, super, ich kenne das von mir. Können wir das erste Kopfgeld wieder abgeben? 5000 müsstest du jetzt auf dein Konto bekommen haben. Teilen wir uns die Kohle? Ich glaube schon. Ich glaube, die Kohle wird automatisch geteilt. Ich kriege immer Geld. Ja, die wird, glaube ich, automatisch geteilt. Ah, 1900 habe ich jetzt. 1935, du auch? Wie, du hast jetzt 1935? Nein. Jeder hat sein eigenes Geld, aber die Missionsbeute, ach so, die wird geteilt. Die musst du teilen. Du kannst nicht. Nein, du kriegst nicht alles von mir. Finger weg. Das ist mein Geld. Ah, es fehlen noch 2000. Die holen wir uns schnell. Ich muss eben 2000 besorgen. Geht schnell. Relativ einfach, die Gegner hier. Gehe ich mich mal nein. Ah, der hat auch eine Kanone. Kann schon Pain machen, ne? Aber du hast dicke Panzerung anscheinend hier vorne auch. Ja, hast aber du wenn gepanzert, er meine hast du Kanone, schon. Ja, meine Kanone zerschießt, dann. Oh, dann es brennt! Feuerlöscher! Ja, die Geschütze zu beschießen ist ein zweischneidiges Schwert. Klar, kannst du ihn damit ausschalten, aber das dauert wesentlich länger als zum Beispiel ein Reaktor oder hier das Cockpit, ja, die Brücke anzugreifen. Die Waffen halten immer sehr viel aus. Aber sein Geschütz zerstört. Das war auch knapp. Du hast schon ordentlich Damage erlitten. Erwischt. Nice. Auf zu schießen. Ja, das war das geil. Er ballert einfach, das ist typisch, ne? Die sind so wildig. Wenn du noch an der Station bist, kannst du, glaube ich, auch die Mission schon abgeben. Ja, Sekunde, ich flieg zurück. So, Mission, Kopfgeld, Bezahlung erhalten, sehr schön. Dann können wir jetzt gucken, ob wir das Schiff bauen können, wie wir es wollten. 25.000, es fehlen noch 200, aber das können wir jetzt hinkriegen, indem wir auf, nicht auf Waren gehen, sondern auf Handel mit der Station. Und eben verkaufen, was wir da noch eingesammelt haben. Nämlich, was haben wir da eingesammelt? Tritanium. Reicht gerade so. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn man das so macht, denn infolgedessen, was jetzt gleich passieren wird, ist, dass ich nicht mehr genügend Crewmitglieder haben werde. So, mach es so. Ja, make it so. Ach cool, jetzt wird, das ist geil, jetzt wird erstmal richtig gebaut hier. Alle kommen so von der Station angeflogen. Richtig geil. Richtig geil. Das ganze Ding wird komplett umgemodelt. Ja.
Das finde ich, hatten sie jetzt gut gemacht. Und vor allem auch, dass diese Dinge jetzt nicht direkt da sind, so, weißt du, sondern dass sie die wirklich aufbauen. Echt cool, ey. Wir haben richtig was zu tun hier. Es dauert. Es dauert jetzt eine Weile. Echt stark. Zwei fette Laser gebaut. Jo, gleich zwei fette Laser am Start. So, jetzt habe ich natürlich voll das Crewmangel. Mangel ist ja klar, ne? Crewmangel ist jetzt normal. Da müssen wir jetzt natürlich gegen arbeiten. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Manövriertriebwerke. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist meine Maximalgeschwindigkeit gerade? 80? Ja, 80 kann ich super mit arbeiten. Verwaltung. So, jetzt habe ich einen Bergbaulaser. Und dank Bergbaulaser können wir jetzt alles abarbeiten. Das ist natürlich sehr geil, ne? So, bin soweit. Flups, flups. 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 Ja, Crewmitglieder, was kosten die gerade? Weißt du das? Ich glaube, die waren noch recht günstig, ne? Ja. Wenn ich welche kaufen wollen würde, 500. Das Gute ist ja, du kriegst ja auch angezeigt, irgendwo steht immer, wo ich, was das Schiff genau braucht, beziehungsweise wie viele Crewmitglieder idealerweise wären. Beim Bau sieht man das immer. Muss man gucken, wo war jetzt Bau? Ihr seht das, ich habe 6 von 12, genau, da ist es nämlich. 6 von 12 haben wir am Start, das heißt, ich muss nochmal 6 haben. Wo bist du? Du bist, ich bin an der Station. Du bist noch am Basteln, okay, dann bastel du mal. Tritium! Ah ne, Tritanium. Genau. Ja, erstmal Backbaulaser. Ganz wichtig, der Backbaulaser. Aber jetzt rennen die immer hin und her und versuchen verzweifelt immer Energie zum Backbaulaser zu bringen. Einer arbeitet immer zwischenzeitlich da dran. Wenn die anderen die ganze Zeit hin und her rennen und Energie dahin zu bringen. Ich habe noch keine Straßen, gar nichts. Das Schiff ist noch totaler Mist. Total cool. Der Anfang ist immer witzig. Mit Crewmangel und so weiter klarzukommen. Oh, Crewmangel habe ich ganz oft. Weil ich nachher auch so richtig überdimensional baue. Überdimensional baue und dann. Ja. Ah, ich komme. Ich komme. Ich brauche einen Moment. Du kannst ja schon mal kämpfen dann. Mit zwei Kanonen. Ja, die dickste Schiffklasse, die ich habe, meine dicksten Schiffe, meine dicksten Designs, Schiffseditor, ersetzen. Das sind dann, genau, das ist hier. 4x Raygun, 10x Ionenkanone. Okay. Und das ist ja nur so eine Art Würfel. Das ist ein Würfel. Das ist ein fliegender Würfel. Triebwerke innen drin und so weiter, alles ist gepanzert. Echt cool, das Ding. Oh ja, der hat kleine Waffen, der ballert ordentlich. Das sind aber Point-Defense-Waffen. Ja, das ist jetzt das Problem. Oh, du hast jetzt zwei dicke Kanonen. Meine Projektile. Was mit denen? Oh, jetzt zerstört die Projektile. Du kommst nicht durch. Seitlich zu setzen. Oder du fliegst zurück, im Rückwärtsgang. Dann komme ich näher ran, schneller. Schneller! Ja, du erwischst ihn jetzt. Könnte ich immer alle schießen. Ah, sieht das gefährlich ist aus. Nachteil, wenn du die, ja, wenn du die Laser verkaufst, also ich habe die Laser nämlich verkauft. Oh, ich bin noch so weit weg, ne? Es dauert ewig, bis ich da bin, bist du tot. Jetzt hast du hinten keine Panzerung, das ist ein zweischneidiges Schwert, was du machst. Tu's nicht! Vielleicht bin ich ja schneller. Ja, vielleicht bist du schneller. Oh, deine Lager werden hinten ordentlich beschossen. Kriegst du ordentlich. Wenn die kaputt macht, habe ich ein Problem. Alles machbar. Rage. Alles noch machbar.
schon, Dicker, wo bist du? Wo bist du? Gott, bin ich weit weg. Oh nein. Ist das schlecht? Ist das schlecht, mit so wenig Leuten hier rumzufliegen? Also die versuchen verzweifelt, die Triebwerke am Laufen zu halten. Die müssen ja auch, ich habe keine Flure, die müssen durch die Lagerräume und so weiter laufen dafür. Gott, die Waffen sind, ja doch, Laserwaffen, also Waffen sind schon mal drin, das ist schon mal gut. Also die, oh, das Schild ist aus, oh Gott! Was soll der Bergbaulaser denn da? Quatsch mit Bergbaulaser, ausschalten. Ihr sollt die Laserwaffen benutzen, Leute. Was macht ihr da? Wie schaltet man den nochmal ab? Das ging auch. Das ging auch. Du musst direkt den Bergbaulaser anklicken und dann kannst du... Ja genau, Shift gedrückt halten zum Anklicken und dann kann ich den abschalten. So. Scheiße, ne. Ich brauche hier aber auch Mist, ne? So, dann muss ich auf jeden Fall gleich Crewmitglieder besorgen, sonst ist das hier nur die reinste Katastrophe. Ja, kann ich, super. Damit ist hier raus. Dann kann ich, das brauche ich noch gar nicht, die Geschichten. Dann haben wir hier Tritanium können wir verkaufen und Uran können wir verkaufen. Und dann können wir Crewmitglieder kaufen. Maximal anheuern, 6. Könnte ich gern geholt werden, weil kein Weg zu einem verfügbaren Bett vorhanden ist. Achte darauf. Oh, was? Was? Dann hast du vielleicht keine Luftschleuse? Geil! Geil, das ist Luftschleusen habe ich, aber ich habe einen meiner Crewmitglieder, ist die ganze Zeit in eine Schlafräume gefangen. Es gibt keine Türen dahin. Es gibt keine Türen in den Raum. Meine Fresse, ey. Hm, alles reparieren? Wieso kann ich keine Türen daran setzen? Weil er falsch gedreht ist. So. So, jetzt haben wir Zugang zu Betten. Sehr geil, auf jeden Fall. Und jetzt können wir Crewmitglieder kaufen. Immer noch nicht? Was ist los? Das ist kaputt. Achso, hier hast du die Dings. Hast du die jetzt nicht gebaut, die Betten, die Türen? Alles abbrechen. Achso, die müssen die erst, auch die Türen müssen die erst schweißen. Ja, okay, alles klar. Auch die Türen kannst du nicht mehr direkt bauen, erst die musst du bauen lassen. So, jetzt haben wir 12 Crewmitglieder. Jesus Christus. Okay, sehr schön. Dann können wir gleich mal testen, ob das Schiff jetzt kampffähig ist. Wie viel Meter pro Sekunde fliegst du? Ich habe 84,6. 82,2. Damit kann man leben, ne? 82,2 ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, was haben wir da? Wir haben den Glimmer und wir haben den Astrologian. Erstmal das Feuer auf den Astrotypen eröffnen. Ja. Ja, da kommen die dicken Kanonen. Und sie schießen dran vorbei. Nein, warum schießt ihr dran vorbei? Ja, eine Punktverteidigung hier. Auf die direkt. Ach Quatsch. Auf da der Bergbaulaser. Der Bergbaulaser, erstmal abschalten. Was soll der Quatsch? Bergbaulaser, ey. So, jetzt haben wir nämlich hier auf jeden Fall das Problem mit dem Crewmanagement. Das können wir mal eben klären. Hier Red Shirts.
Was machen wir denn? Spalten. Jobpriorität, Farbe machen wir blau. Schützen. Jobpriorität. Und gleich mal klären. Lass mich. Ja, aggressive. Komm schon, steuert dagegen. Also wirklich. So, aber der hat ja gerade gar keine Kanone. Hingegen nehme ich schon mal auf den Glimmer. Achso, doch, ein Laser hat er noch. Aber ja, auf den baller ich gerade. Den hau ich gerade weg. Oh, oh, nicht auf den Turm mehr schießen. Nicht. Ist kampfunfähig. Ja, Crewmanagement, wie war das noch? Da muss ich ganz schön viel drücken, ne? Mittlerweile immer noch. Ach, das geht eigentlich. Wenn man einmal den drehen. Rollen bearbeiten, Jobprioritäten und dann. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe erstmal nur die einzelnen Räume den jeweiligen Modulen zugewiesen. Ach so, ja gut, man könnte theoretisch gesehen Supporterrolle und dann. Ich könnte theoretisch gesehen diese Türme da drauf setzen, ne? Diesen Raum da und dahin. So. Und der Rest macht halt alles. Und ich glaube, wenn da zu viel übrig sind, dann, ne, dann machen die gar nichts mehr, wenn sie übrig sind, ne? Mhm. Das ist so. Dann machen wir eine Brücke, hat glaube ich auch zwei Plätze, ne? Bei mir, oder? Ich glaube, die hat sogar nur einen. Ja, kann auch sein. Hang, da hat sie ihn erwischt. Da kommt der andere angeflogen. Das Problem bei dem wird sein, der wird jetzt die Geschütze werden jetzt auf den schießen und dann wird der automatisch den Reaktor verlieren. Egal, weg mit dir. Ja, aber der kann ja nicht mehr schießen, ne? Ne, der ist kampfunfähig. Bam, da ist er explodiert. Bam. Da hat es ihn zerrissen, den armen Kerl. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Hier, Jobprioritäten, Rolle bearbeiten. Kanonier, Schütze-Arsch. So. Nur bedienen. So, also da haben wir den Schützen und dann können wir den Schützen eigentlich priorisieren. Ne. So, und dann können wir. Wie war das noch? Der fliegt gerade zu dir, der Gegner. Echt? Jo. Ja. So, was haben wir denn da? Eine fette Kanone. Eine dicke Kanone haben wir da. Halleluja, das wird ein Spaß. Du hast ja noch ein Schild. Oh, der Schild fällt zusammen, der Schild bricht zusammen. Jetzt haben wir ihn fast. Die andere Waffe hat keine Energie mehr. Das war nur seine Munitionslager, ne? Ich habe das falsche Gebäude angegriffen. Das falsche Dings angegriffen hier.
dürftest du aber jetzt gleich keine Munition mehr haben, oder? Oder ist das hier dein Munitionsdepot? Ne, das hier wird dein Munitionsdepot sein. Da hätte ich auch das Geschütz angreifen können. Mist. Cockpit. Hast du es? Ja, super. Ja. Super, sehr gut. Sehr schön. So, ein Teil einsacken. Nach wie vor wollten wir reparieren. Jetzt will ich eigentlich mal hier zuweisen. Verdammt, wie war das noch? Wie war das noch? Also, ich nehme die Leute und dann kann ich, wenn du Crewmitglieder auswählst, indem du sie anklickst oder einen Kasten um sie herumziehst, kannst du sie anpassen, transferieren oder feuern. Nee, warte. Ja, nee, ich will nicht das. Ach nee, ich kann ja nur den ganzen Raum damit zuweisen, ne? Der ganze Raum wird dann Bediener werden. Und einer wird hier rumsitzen und wird sich zu Tode langweilen. Das ist natürlich ungünstig. Es sind sogar zwei Bediener, die sich hier langweilen. Also müssen diese, muss die Rolle noch eine Zusatzbetätigung bekommen. Beschäftigung. Feind entdeckt. Unbekannter Kontakt. Noch ein Feind. Es wird jetzt spannend. Ich würde als erstes ich warte eben kurz und halte erstmal Position. Ich mache mal Formationsflug mit dir, dann wirst du automatisch auch gebremst. Nee. Ich bin immer geflogen, wir sind immer zu zweit geflogen, also beziehungsweise ich bin immer irgendwo hingeflogen, der Kollege hat sich immer Formationsflug eingegeben und dann denke ich immer, wieso werde ich langsam, irgendwas stimmt nicht und du, der hat sich immer kaputt gelacht. Ich so, was ist hier kaputt? Und das ist immer so, ja, bis ich es gerafft habe, hat es ein paar Mal gedauert, ich fand das cool. Warum rammt der dich? Gut, dass es hier keinen Kollisionsschaden gibt. So, die sitzen beide direkt nebeneinander, die kämpfen zusammen. Jetzt sind es 3, 4. Das wird jetzt spannend. Nimm den rechten. Die bekämpfen sich gegenseitig. Plattform. Links ist eine Raketenplattform. Die Raketenplattform dreht sich zu uns. Hat doch direkt damit angefangen, mich zu beschießen hier. Aber ich hab sie gleich, das Cockpit down. Komm schon. Oh, Rakete! Peng! Boah, Alter! Wo sind die anderen Feinde? Die sind da oben, okay. Kohlenstoff. Das ist auch eine Plattform, oder? Small Laser Plattform. Ja. Die wird sich auf jeden Fall gleich drehen. Und das Cockpit zu mir wegdrehen, wenn ich mich recht darin entsinne. Aber ich werde mal versuchen, das trotzdem zu zerstören. Mit maximaler Entfernung. Wenn ich Glück habe, kann der dann selber gar nicht schießen. Da dreht er sich schon weg, war ja klar. Dann kriegst du jetzt auf den Reaktor. Egal. So, maximale Entfernung, wenn ich bitten darf. Er schießt gar nicht. Doch jetzt. Wie setzt man nochmal Marker? Rechts über der Minimap, also über dieser rechten kleinen Minimap da. So ein runder Kreis. Rechts? Achso, ja, genau da. Ja, oh Gott, ja, alles klar. Sonst ein STRGM. Bist du voll? Nö. Ich bin so gut wie voll, glaube ich. Ich würde erstmal den südlichen Kontakt da noch zerlegen.
Plattform. Eine Plattform. Schön, dass sie das Cockpit zu uns hinhält, also die Brücke. Jetzt dreht er sich weg. Da waren schon meine Laserstrahlen. Daneben, verdammt, wo schießt ihr hin? Jawohl, sehr sauber. Gut. Nicht weiter schießen, verdammt nochmal. Schießwürdige Bande hier. Da ist richtig viel los hier. Reparieren. Das Problem, wenn du halt keine Schilder hast, ne, dann. Ja gut, das wird ja sicher direkt mal alles Schrott, ja. Das wird sich ja schon in sehr kurzer Zeit lösen, das Problem. Davon ist jedenfalls auszugehen. Ich müsste mich auch mal reparieren, was ist hier los? So. Was ist hier los? Wollt ihr euch mal reparieren hier? Wollt ihr doch, werdet ihr mal so gütig? Okay, ich bin auf jeden Fall randvoll. Müsste mich weiter ausbauen. Oder aber verkaufen. Ja, und da hilft es doch einfach erstmal ein paar Lager hinten ran zu klatschen, ne? Ja, das mache ich auch immer gerne. Stimmt eigentlich. Wo haben wir es denn da? Lagerkosten, das Dumme ist, Lagerkosten natürlich Gewicht. Und das macht mich langsam. Er macht das auch. So, Freunde, jetzt dürft ihr alles einsammeln, was hier ist. Oh, du bist teleportiert. Ja. Gewarpt. Hast du schon, du hast den Warpsprung eingebaut? Das ist ja wohl frech, ja. Alter. Er hat sich Was machst du denn? Angreifen. Wollte dir die Plattform mal lassen. Ach so. Für Content. So, alles klar, greifen wir die Plattform mal an. Keine halbe Sache, wir gehen direkt auf den Kern. Die Laser sind nicht schlecht, auf jeden Fall dicken. Ja klar, Bergbaulaser spielt natürlich auch mit. Hätte ja sonst nichts Besseres zu tun. Oh, wir sind aufgestiegen. Das heißt, wir können theoretisch mehr Crew akquirieren. Ja, wenn du die Leute zuteilst, dann sind die auch, die sind echt voll zum Teil. Obwohl, ne, die beschäftigen sich doch jetzt. Ja, doch, funktioniert. Wenn sie nichts zu tun haben im Kampf, dann sind sie auch im Ressourcen ansammeln anscheinend. Oh, ist das eine Piratenbasis hier oder was? Ah, ist gefährlich. Darf man noch nicht. Will ich auch noch nicht versuchen, glaube ich. Dann Warp-Antrieb. Ja, genau, den muss ich auch mal bauen. So ein Ding muss ich jetzt auch mal bauen, langsam. Das heißt, das Schiff war wieder größer. Das heißt, wir müssen wieder neu dekorieren.
So, machen Sie es so. Oh, cool, ich kann es direkt bauen. Funktioniert das überhaupt? Wir wissen es nicht. Ja, Überraschungskiste. Machen Sie es so. So, alles klar. Schiff wird gebaut. Was ist das denn? Er hat eine Ananas gebaut. Wie cool, ey. Eine Ananas hat er gebaut. Ist ja geil. Was haben wir denn da alles? Lasergeschütze zusätzlich nochmal? Jetzt machen wir ein bisschen schneller, ne? Du baust dein ganzes Schiff um, oder? Ja. Ah. So, was ist das hier? Achso, das ist noch Dings. Kann ich noch was verkaufen? Ja, cool. Eine Kugel, das ist auch geil. Die Geschütze so. Timo hat das auch immer so gebaut hier, Kollege von mir. Und reparieren ein bisschen was. Dann noch ein bisschen handeln. Was verkaufen? Ich habe nämlich noch Kohlenstoff dabei und so. Eisen verkaufen, Gold verkaufen, Uran und Kohlenstoff. Und HE-Munition, die brauche ich ja nicht. Jetzt brauche ich aber ein bisschen Treibstoff, ne? Damit ich hier mal Dings machen kann. Hier unten fehlt noch was. Wieso fehlt da was? Weil es noch nicht fertig gebaut ist, oder wie? So. Die nächste Variante ist mehr oder weniger gebaut. Ich habe jetzt hier, passt es überhaupt mit dem Schiff? Ich habe 12 von 12. Ich brauche 12 Gruppenmitglieder dafür und das soll funktionieren. Das kann gar nicht sein, ich brauche mehr Crewmitglieder. Niemals. Ja. Also er sagt bei mir ja schon, auch 33. Ach, und ich habe 37 braucht er, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe nur 12 von 12 Leute habe ich drin, so ist das. Ich habe 12 Betten und so, aber hallo. Hallo, wir müssen nochmal hier an den, wir müssen nochmal ins Reißbrett, auf jeden Fall. Wir müssen nochmal ins Reißbrett und das Schiff wahrscheinlich noch um eins länger machen. Das geht aber, das kriege ich aber hin. Ich kann ja noch einen Rahmen ziehen, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich ziehe einen Rahmen und ziehe das einfach alles um eins runter. Warte, ne, warte, so, Copy-Paste. Ausschmeißen. Und dann so setzen. Zack. Nochmal Räume für Crewmitglieder. Ne, so ist das nicht ideal. So, so. So und so. Auch nicht ideal, aber es wird funktionieren. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger wird das funktionieren. Was für ein durchgeknalltes Schiff. Wer baut sowas? So. Und länger machen wäre vielleicht auch nicht schlecht für mehr Lagerraum. Erstmal gucken, wie sich das so kriegt jetzt gleich. Bist du am Kämpfen? Nee, ne? Alles cool, oder? Ich hab grad gewonnen, ja. Wo bist du denn? Wo ist denn die Ananas? Du kannst jetzt auch einmal noch wieder eine Mission abgeben. Da ist sie. Zwei dicke Kanonen, ne? Die hauen bestimmt voll rein. Ja. Die hauen bestimmt voll rein, ey. Okay, oh, Mission abgeben, Sekunde. Mission Kopfgeld. So, jetzt haben wir hier Platz für neue Crewmitglieder. Schon besser. Auf zur Piratenbasis. Unbekanntes Signal, Piratenbasis, genau. Ja, super, ich bin jetzt so schnell wie du. Mit vier dicken Triebwerken. Man sieht auch schon irgendwo, wie schwer das Schiff ist, ne? Mein Schiff hat ein Gewicht von... Pff, lass mal gucken. Wo steht's? Wo steht's denn? Ne, irgendwo stand's. Irgendwo stand's. Wo stand's denn? Wo stand's denn? Schiffsnameninformation bearbeiten? Ne.
Ich weiß es nicht. Irgendwo war es auf jeden Fall, müsst ihr sehen. Ja, Ziel wollen wir mal gucken, so, dass wir den, die einzeln abgreifen. Ja, deck den schnell auf. Nee, dann, weil sonst fliegt er gleich zurück. Ach so. Ja, das könnte sein, ne? Wenn er mich sieht, dürfte es eigentlich reichen. Ja. Dann geht er sich zu uns. Rückwärts, Triebwerke, volle Kraft zurück. Nur in Waffenreichweite, wenn es geht. Langsam annähern. Ja, gib ihm. Hat er keine Chance. Vier dicke Laser. Bam, der ist weg. Sehr gut. Jo, da kommt einer. Den kriegst du. Der müsste sich jetzt eigentlich dabei drehen, genau. Sehr gut. Der andere kommt aber auch gleich. Ja, ich seh's. Oh, das sieht aus, das hört sich an wie, ja, Disruptoren. Die schalten direkt deine Schilder aus und deine Waffen, im schlimmsten Fall auch. Jetzt kriegst du von beiden Seiten. Du fliegst auch sehr nah ran, ne? Ja. Ach, bam, bam, da fliegst du, der ist auseinandergeflogen, oder ist er schon weg? Ich glaube, den hast du, oder? Sehr schön. Boah, der explodiert, das war's. Ja, wir haben sein Munitionslager getroffen. Ja, heftig. Ist komplett auseinandergerissen. Ups. Hast du nicht gesehen, ne? Hast du mich beschossen oder? Nein. Das ist eine Unterstellung. Und dein Bergbau-Leser. Der ist halt sehr übermotiviert. Aber auch sehr funktioniert. Oh, fix reparieren. So, jetzt kommen eigentlich nur noch die, Warte, ich hab vorgespult. Ja, ich seh's. Bin auch schon gern mal in Gegner reingeflogen, nachts zusammen gespult habe. Ja, ich kenne das. Und auch dieses, ich flieg schon mal los und meine Crew ist, die Hälfte der Crew ist noch woanders. Ja, genau. Ja. Muss ich jetzt auch gerade noch warten. So, die sind nämlich auch so frei, dass die dir helfen. Ist auch ganz nett. Okay, erstmal den links kommt einer angeflogen. Den werden wir erstmal auf uns aufmerksam machen. So. Die schießt schon mit Raketen auf dich, ja? Ja, Vorsicht. Das gibt einen Treffer. Aber die kommt nochmal zurück, die Rakete, ne? Oh, die fliegt extrem weit dran vorbei, mit Maximum Geschwindigkeit. Jetzt kriegst du aber eine von hinten rein. Die trifft. Ne, auch ganz klar drauf gemacht. Jetzt fliege ich auf die andere mit meinen Schilden drauf zu. Ja, das funktioniert. Boah, das war auch sauknapp. Sauknapp war das. Fangen die mal ganz kurz ein, die anderen Raketen hier. Halten die Schilde aber auf. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich auf die erste Plattform hier vorne, die mit den Raketen schießt. Korrekt. Oh nein, jetzt habe ich hinten eine reingekriegt. Immer interessant zu sehen, wie andere Leute bauen. Oh. Das wird jetzt haarig. Oh, du fliegst zu nah ran. Du fliegst mir ins Dings, ne? Du kannst ja linke, rechte Maus das gedrückt halten, die Entfernung bestimmen, ne? Ja, mach ich. Jetzt wieder zurück zu mir. Ich dreh nach rechts rum. Von dir aus gesehen, rechte Seite.
Und dann kümmere ich mich um die rechte Plattform. Er hat schon zwei Deckkanonen. Das wird jetzt gleich so heftig, so, ne? Kaputt sein. Haben wir eigentlich. Ach, es gab einen automatischen Speicher, ne? Boah, die Deckkanonen. Ah, ja. Also auch, das war auch kein vorsichtiges Manöver. Ich werde so direkt rein. Volle Breitseite, ey. Boah, jetzt krieg ich. Oh, und dann wartet mir. Hat sich erwischt? Ja. Volle Breitseite. Boah, meine ganze Seite ist auch wirklich. Bah, das bin raus. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen. Ich bin auch zerstört. Ja, guck dir das an, das ganze Schiff hat auseinandergenommen, ey. Der Kern ist explodiert. Oh, meine Trümmer fliegen noch weiter. Oh, krass, ey. Nee, scheiße, die haben meinen Überraum zerstört. Aber du existierst noch, ne? Ja. Ist schlecht als recht. Schießt immer weiter, selbst dass ich. Dass da noch zwei Triebwerke vor mir sind, das reicht dir noch nicht aus, ne? Jetzt ist das Schiff komplett weg. Heftig. Du bist auch explodiert. Jo, krass. Ja, das bedeutet, dass so eine Piratenbasis, der sind wir noch nicht gewachsen. So, alles klar, wir sind wieder direkt beim Kampf und wir werden diesen Kampf nicht machen. Nach dem Kampf dieses Schiffs werden wir uns zurückziehen. Auf jeden Fall. Also den machen wir eben noch fertig und dann müssen wir uns auf jeden Fall zurückziehen. Voll krass, die Deckkanone sind der Hammer. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die Piratenbasen so stark bewaffnet waren. Das haben die geändert. Also dann hast du schon, also seitdem ich spiele, so gerade die ersten Piratenbasen, habe ich immer ausgelassen, weil das einfach, ja. Also ich erinnere mich gar nicht daran, dass die überhaupt Deckkanonen hatten. Ich fand die immer recht einfach. Seltsam. Du konntest immer sich schön bis zur Mitte durchgraben, aus der Entfernung. Aus der Entfernung habe ich die Firma fertig gemacht, ohne dass sie was machen konnten. Ja gut, egal, wir speichern noch, ich speichere nochmal richtig ab. Hier MP mit Müdebär. So, alles klar, cool. Dann können wir hier Cut machen und nächstes Mal geht's weiter. Alles klar.